Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Reihe Nähen mit Burda. Heute nähen wir das Modell 3A aus unserer Burda Easy Ausgabe 1.21 zusammen. Wir haben das Kleid aus einem sehr schönen grünen Jerseystoff in Steppoptik genäht. Ein softes und warmes Material, das aber gleichzeitig auch sehr leicht ist. Ideal für die Winterzeit. Das Modell ist vom Empire-Stil inspiriert mit weitem Ausschnitt, leicht erhöhter Taille und einem gekräuselten Rock mit Nahttaschen. Damit das Kleid zur Jahreszeit passt, haben wir uns für die Variante mit langen Ärmeln entschieden, die am Saum ein Gummibündchen haben. Lege dir für dieses Modell folgende Zutaten zurecht. Nähgarn in der Farbe des Stoffes, aufbügelbare Einlage, ein Gummiband, eine Sicherheitsnadel, Stecknadeln, eine Schneiderschere, ein Maßband, Schneiderkreide oder einen Schneiderstift, einen Kugelschreiber, ein Lineal, ein Kopierrädchen und Kopierpapier. Für Jersey brauchst du idealerweise eine Jerseynadel mit feiner abgerundeter Spitze. Bevor du loslegst, nimm bitte deine Maße und vergleiche sie mit der Maßtabelle deines Magazins. So findest du die richtige Größe, die dir dann perfekt passt. Kopiere oder schneide die Schnittteile 1 bis 6 vom Schnittbogen Nummer 2 aus und lege sie auf den Stoff, wie im Zuschneideplan angegeben. Zeichne auch die in der Anleitung angegebenen Nahtzugaben an. Übertrage die Schnittkonturen der Schnittteile und alle notwendigen Markierungen. Zeichne den Rock A nach den angegebenen Maßen direkt auf den Stoff. Die Maße für den Rock sind inklusive Nahtzugabe angegeben. Mit Hilfe von Kopierrädchen und Kopierpapier überträgst du die Markierungen und Nahtlinien auf das andere Schnittteil. Bevor du die Stecknadeln entfernst, lege die zugeschnittenen Teile samt Papierschnittteil auf das Kopierpapier. Führe dann das Kopierrädchen mit leichtem Druck entlang der Schnittkonturen und über die Markierungen. Mehr dazu findest du bei der Anleitung des Kopierpapiers. Schneide die Besätze 4 und 5 aus der aufbügelbaren Einlage aus und bügle sie auf die linke Stoffseite der Teile auf. Dafür das Bügeleisen einige Sekunden auf die ganze Fläche setzen. Um bequemer nähen zu können, haben wir die breite, ausziehbare Verlängerungsplatte aufgebaut, die zu unserer Nähmaschine gehört. Heute nähen wir übrigens mit dem Modell Excellence 580 Plus von Elna. Zum Versäubern der Kanten kannst du den Overlock-Stich deiner Maschine benutzen. Falls deine Maschine dies nicht kann, versäubere die Kanten ganz einfach mit einem Zickzackstich. Beginne jetzt bei den Brustabnähern und falte sie jeweils so, dass die Abnäherlinien, die du zuvor übertragen hast, aufeinandertreffen. Die linke Seite des Stoffes ist außen. Stecke die Abnäher und steppe sie. Gehe dabei von der Kante aus bis zur Spitze. Beende das Steppen, indem du auf die Taste drückst, die die Fäden automatisch verknotet. Falls deine Nähmaschine diese Funktion nicht hat, lasse die Fäden überstehen und verknote sie von Hand. Bügle die Abnäher dann nach unten. Nun zu den Schulternähten. Lege das Vorderteil rechts auf das Rückenteil und beachte dabei die Nahtzahl 1. Stecke die Schulterkanten aufeinander. Lege den vorderen Besatz rechts auf den rückwärtigen Besatz, beachte dabei die Nahtzahl 2. Steppe jeweils die Schulternähte am Kleid und am Besatz. Bügle nun alle Nahtzugaben auseinander. Versäubere die Nahtzugaben einzeln. Versäubere auch die äußere Besatzkante. Stecke den Besatz rechts auf den Halsausschnitt des Kleides, die Schulternähte treffen aufeinander. Steppe sie dann aufeinander. Schneide die Zugaben auf 5 mm Breite zurück und schneide an den Rundungen bis dicht zur Stepplinie ein. Wende nun den Besatz nach innen und bügle den Rand des Halsausschnittes. Stecke den Besatz auf das Kleid oder hefte ihn fest. Zum Steppen kannst du die Nahtführung verwenden. Schiebe sie hierfür in die dafür vorgesehene Öffnung. Stelle die Nahtführung 3 cm von der Nadel entfernt fest und steppe den Halsausschnitt anschließend ab. Falls es bei deiner Nähmaschine keine Nahtführung gibt, orientiere dich an der Kerbe deiner Steppplatte oder klebe einen Klebestreifen als Bezugslinie auf. Nächster Schritt, die Ärmel. Lege die Ärmel rechts auf die Armausschnitte. Stecke die Kanten aufeinander. Der obere Querstrich der Ärmelkugel trifft auf die Schulternaht. Die Querstriche 3 von Vorderteil und Ärmel treffen aufeinander. Steppe die Ärmel fest. Sichere dann Nahtanfang und Ende durch Rückstiche. Die Zugaben sollten auf 7 mm Breite zurückgeschnitten und zusammengefasst versäubert werden. Auch die unteren Ärmelkanten bitte versäubern. Bügle nun die Nahtzugaben in die Ärmel. Bügle dann an den unteren Ärmelkanten die Zugaben schon mal nach innen, dann hast du es später leichter.
Für die Ärmelnähte und Seitennähte, die fortlaufend zusammengesteppt werden, lege das Vorderteil rechts auf das Rückenteil. Stecke die Kanten aufeinander. Die Armausschnitte treffen aufeinander. Steppe dann ab Nahtzahl 4. Versäubere die Zugaben einzeln und bügle sie auseinander. Die bereits umgebügelten Ärmelsäume kannst du jetzt einfach feststecken. Entferne nun die Verlängerungsplatte der Nähmaschine. Steppe die Zugabe 1,2 cm von der Ärmelkante entfernt ab und lasse dabei eine Öffnung zum Einziehen des Gummibandes, am besten in Höhe der Naht. Sichere die Naht entweder mit der Funktion, die die Fäden verknotet, oder mit Rückstichen. Schneide dann das Gummiband in zwei gleich lange Teile und ziehe es mit Hilfe einer Sicherheitsnadel in den Tunnel an den unteren Ärmelkanten ein. Prüfe bei einer Anprobe unbedingt die Weite und achte darauf, dass sich das Band im Tunnel nicht gedreht hat. Lege die Enden aufeinander und nähe sie von Hand oder mit der Maschine aufeinander. Steppe anschließend noch die Nahtöffnung zu. Jetzt sind die Taschenbeutel an der Reihe. Markiere auf einer Rockbahn an einer Seitennaht einen ersten Querstrich 15 cm ab der oberen Kante und einen zweiten genau 13 cm darunter. Markiere dann die gleichen Querstriche auf der anderen Seitennaht. Markiere auf der zweiten Rockbahn die Querstriche genauso. Stecke die Taschenbeutel zwischen den Querstrichen rechts auf den Rock und steppe sie fest. Sichere dabei die Naht mit ein paar Rückstichen. Bügle die Zugaben in den Taschenbeutel. Lege die Rockbahnen dann rechts aufeinander und stecke die Seitennähte auf die Tascheneingriffnähte. Steppe die Seitennähte und steppe dabei zuerst von der oberen Rockkante bis zum ersten Querstrich des Taschenbeutels. Sichere immer die Nahtenden. Steppe nun weiter, ab dem unteren Querstrich des Taschenbeutels bis zur unteren Rockkante. Sichere die Nahtenden wieder durch Rückstiche. Versäubere dann die Zugaben einzeln und bügle sie auseinander. Steppe dann die Taschenbeutel aufeinander, beginne und ende dabei am Tascheneingriff. Versäubere die Zugaben zusammengefasst und bügle die Taschenbeutel in eine Rockbahn. Dies ist dann deine vordere Rockbahn. Nun zum nächsten Schritt. Die obere Rockkante wird eingereiht. Steppe hierfür zwei parallele Linien, die eine 1,2 cm neben der Kante, die andere 5 mm neben der ersten Linie. Wähle eine große Sticheinstellung von ungefähr 4 mm. Beginne jeweils an einer Seitennaht und unterbreche das Steppen auf der anderen Seitennaht. Lasse die Fäden dann hängen. Halte dann die Unterfäden fest und schiebe den Rock so weit auf den Fäden zusammen, dass er sich kräuselt. Sobald der Rock an das Oberteil passt, verknote die Fäden und verteile die Weite gleichmäßig. Der Rock wird nun festgesteppt. Stecke den Rock rechts auf die untere Kante des Oberteils, die Seitennähte treffen aufeinander. Steppe zwischen den Reihlinien. Versäubere die Zugaben zusammengefasst. Entferne anschließend den von außen sichtbaren Einreihfaden. Bügle die Naht nach oben. Versäubere die untere Rockkante und bügle sie nach innen um. Stecke sie fest und setze wieder die Nahtführung ein. Steppe 3 cm breit von der Kante entfernt ab. Und schon ist dein Kleid fertig genäht. Es ist schön warm und begleitet dich ab jetzt durch den Winter. Wir hoffen, unser Burda Easy Tutorial hat dir gefallen. Abonniere doch unseren Kanal, damit du kein Video mehr verpasst. Im Namen von Burda möchte ich mich bei dir fürs Zuschauen bedanken. Ein herzlicher Dank geht auch an unseren Nähmaschinenpartner Elna. Viel Spaß beim Nähen und bis zum nächsten Mal.